Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf YouTube und schön, dass ihr heute zuschaut. Hier bei unserem Live-Talk anlässlich des Kunstspätis Freunde feiert Flandern, den wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Visit Flanders begehen. Normalerweise findet unser Kunstspäti ja zu den, nach den Öffnungszeiten der Museen statt, also von 18 bis 22 Uhr öffnen wir exklusiv für euch die Sammlungen. Das kann derzeit leider nicht stattfinden, aber ich hoffe, wie ihr schon gesehen habt, es gibt drei neue Videos im Kunstfreunde-Salon, Kurzführungen zu den flämischen Meistern, die ihr euch anschauen könnt, heute Abend, aber auch ja, anschließend. Des Weiteren findet ein Quiz statt, was jetzt bei Kunstfreunde Köln und bei Junge Kunstfreunde im Instagram dabei ist. Und ja, jetzt gleich findet hier bei uns ein Gespräch zur Restaurierung des Genter Altars statt. Und ich freue mich ganz besonders, Frau Anja Reinhardt vom Deutschlandfunk begrüßen zu dürfen, die mit Diane Zisilski ja ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern wird. Denn sie hat erst kürzlich eine Journalistenreise nach Gent unternommen und ja, ist noch ganz mit den Impressionen ja, frisch bei uns heute zu Gast. Und ja, wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Vielen Dank. Fragen können Sie sehr gerne unter diesem YouTube-Kanal, unter dem Video stellen, sodass wir später nach dem Gespräch von Diane Zisilski und Anja Reinhardt dann auch noch in eine gemeinsame Diskussion gehen können. Vielen Dank. Ja, guten Tag oder guten Abend besser gesagt. Ich begrüße Sie oder euch auch alle ganz recht herzlich heute Abend zu unserem Kunstspäti zum Thema Freunde feiert Flandern. Ein regelrechter Zungenbrecher, aber ja, mir gefällt es ganz gut und ich hoffe allen da draußen auch.
Und natürlich ist dieser Titel Freunde feiert Flandern eben, wie die Annika Flamm gerade schon gesagt hat, durch eine wunderbare Kooperation mit Flandern zustande gekommen. An dieser Stelle grüße ich auch ganz recht herzlich die Kollegen von Visit Flanders, Lothar Peters und Ingrid Niedrig, die das alles eben möglich gemacht haben. Also hallo nach da draußen und vielen Dank an dieser Stelle noch einmal. Ja, besonders freut mich natürlich und möchte ich vor allen Dingen begrüßen am heutigen Abend Anja Reinhardt. Eine Sekunde, Verzeihung, ich muss gerade mal meinen Bildschirm sortieren. Gerade hat sich die lang ersehnte PowerPoint-Präsentation doch noch geöffnet. Kein Livestream ohne technische Aufregung und jetzt sieht es aber ganz gut aus. Also, Anja Reinhardt. Ganz herzlich willkommen hier bei unserem digitalen Couchgespräch. Und danke für die Einladung. Ja, Sie haben einen roten Stuhl, ich auch, den sieht man kaum. Ja. Das grüne Sofa steht um die Ecke und da denken wir beide uns jetzt einfach ganz kuschelig drauf zusammen. Und ja, und alle stellen sich auch vor, dass sie zu Hause auf dem heimischen Sofa mit uns einen Lounge-Charakter haben. Ja, liebe Anja Reinhardt, vielleicht darf ich ganz kurz etwas zu Ihrer Person sagen. Also vorneweg für alle von euch da draußen, die Anja Reinhardt nicht kennen. Sie hat Kunstgeschichte studiert und Geschichte studiert und arbeitet nun seit geraumer Zeit beim Deutschlandfunk und ist dort für das Ressort Kunst und Kultur zuständig. Also und vor allen Dingen für das Ressort aktuelle Kunst. Immer wieder aufs Neue widmet sich Anja Reinhardt in den Sendungen wie Kultur heute, Kulturfragen oder eben auch Information und Kultur am Sonntagmorgen den Themen rund um Kultur, Kunst, Geschichte und verknüpft dabei nicht selten das Damals mit dem Heute. Und das ist natürlich immer was ganz besonders Spannendes, was auch gerade uns als Verein der Freunde des Wallraf-Richarts-Museum und das Museum Ludwig und somit einer Kunstgeschichtsspanne zwischen dem 13. Jahrhundert und der zeitgenössischen Kunst, also wirklich der ganz aktuellen Kunst, ja, von Woche zu Woche bewegt und auch manchmal einen ganz ordentlichen Spagat meinen Kolleginnen und mir und all unseren Mitgliedern abverlangt. Und auf der anderen Seite natürlich unglaublich spannend ist. Große Abwechslung haben wir. Ja, Anja Reinhardt, ich freue mich ganz besonders, dass Sie mir heute Abend als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen, dass Sie sich bereit erklärt haben und wir heute Abend über den Genter Altar, genauer gesagt über die Restaurierung des Genter Altars sprechen werden. Und ja, ich bin ganz gespannt, was Sie als Journalistin, aber eben auch Kunsthistorikerin, Historikerin uns da für neue Kenntnisse und Informationen mitteilen können. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, die Erwartungen vielleicht nicht zu hoch zu hängen, weil ich ja letztlich bei der Restaurierung natürlich nicht dabei war, aber doch einiges mitbekommen habe. Ja, eben auch. Ja, absolut. Und vielleicht kann man das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir wollen wirklich heute mal den Fokus setzen auf die Restaurierung, die eben auch den Journalisten sozusagen die Möglichkeit gegeben hat oder eben die Kollegen aus Gent und Brügge dort über die Schulter zu schauen. Wenn man ganz in die Tiefe gehen möchte, einen wissenschaftlichen Vortrag zur Restaurierung, zum aktuellsten Stand der Forschung rund um Jan van Eyck und eben dem Genter Altar erleben möchte, dann kann ich nur sagen, wir hoffen noch immer, dass wir bald wieder lebendig im Stiftersaal des Wallraff zusammenkommen können. Und dann wird Till Holger Borchert eben der Direktor der Museen Brügge zu uns kommen und da dann eben nochmal in die Tiefe gehen in einem Kunstbewusst-Vortrag. An dieser Stelle, glaube ich, wollen wir einfach mal schauen, was sich da getan hat und was wir heute so zusammen herausfinden können.
Ich würde jetzt ganz gerne mit Ihrem Einverständnis, Frau Reinhardt, die PowerPoint-Präsentation starten und meinen Bildschirm dazu freigeben. Ja, lassen Sie uns gerne anfangen. Ja, können das alle sehen? Okay, alle auf dem Sofa einmal ganz kurz nicken. Sie, Frau Reinhardt, können das sehen? Ja. Prima. Annika, du auch? Ja, ich denke schon. Okay, alles klar. Gut. Couchgespräch zur Restaurierung des Genter Altars, des Jan van Eyck. Damit haben wir natürlich eigentlich schon so eine Vorinformation gegeben. Genter Altar des Jan van Eyck. Da, glaube ich, können Sie vielleicht gleich was dazu sagen. Ist es denn tatsächlich der Genter Altar des Jan van Eyck? Und was ist da denn jetzt ewig restauriert worden? Also um so einen kleinen Einstieg mal zu kriegen, haben wir hier dieses Wunderwerk oder Meisterwerk der Kunstgeschichte. Ich denke, der Genter Altar ist den meisten Leuten, die Kunstgeschichte studiert haben, kunstinteressiert sind, schon mal in Flandern, in Gent waren, auf jeden Fall ins Auge gefallen, ein Begriff. Und ob man nun Kunsthistoriker ist oder nur kunstinteressiert, wenn man in dieser St. Bavo-Kirche in Gent war und dort gestanden hat und den Genter Altar einmal angeschaut hat, so wie er uns hier entgegentritt, das ist ja wirklich ein Meisterwerk, das ist sagenumwoben, hat unglaublich viele Rätsel und man steht erstmal da und ist eigentlich ziemlich erschlagen, oder? Also man kann das gar nicht fassen. Also die schiere Größe ist natürlich tatsächlich auch das, was einen vielleicht erstmal erschlägt. Der Altar ist über 5 Meter breit, knapp 4 Meter hoch. Und wenn man davor steht, der steht natürlich nicht auf dem Boden, sondern ist etwas erhöht, dann ist das schon ein ziemlich gewaltiger Eindruck. Und weil Sie eben auch die Spanne erwähnt haben, die Sie zum Beispiel bei Ihrer Arbeit vom 13. Jahrhundert bis heute schlagen, oder wenn wir jetzt von Van Eyck ausgehen, der Altar wurde 1432 präsentiert, dann ist, glaube ich, das, was man verbindend nennen könnte, und ich glaube, es geht jedem so, der vor diesem ziemlich gewaltigen Werk steht, das Staunen letztlich. Das habe ich mir jetzt gar nicht ausgedacht, sondern das hat ein Literaturwissenschaftler, Stephen Greenblatt, mal gesagt, dass das etwas ist, was sich über die Jahrhunderte nicht verliert, wenn man Kunst sieht oder wenn man Shakespeare-Dramen heute sieht. Und ich finde, das trifft aber hier wirklich nochmal auf eine ganz spezielle Art und Weise zu, weil man doch sehr überfordert ist eigentlich von diesem Gemälde, das in, ja, jetzt sehen wir 12 Abteilungen hier und das in einer Pracht auch leuchtet, das so viele verschiedene Einzelteile hat. Und man braucht unglaublich lange, um das überhaupt erstmal zu erfassen. Und das Staunen ist natürlich auch von heute aus gesehen auch ein großes Unverständnis vielleicht, weil man auch erstmal gar nicht weiß, jedenfalls wenn man jetzt zum Beispiel mit der christlichen oder theologischen Bildsprache nicht so vertraut ist, was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Andererseits, glaube ich, rein intuitiv erschließt sich dann doch relativ viel in diesem Bild. Also man hat so Hauptlinien, die einen ins Bild reinziehen, die bei dem Lamm, bei dem Agnus Dei landen. Es gibt diese Bildströme von rechts und von links mit den, zum Beispiel mit den Gerechten, mit den Streitern Christi, mit den Pilgern, mit den Eremiten, alle strömen in die Mitte. Und dann gibt es von unten nach oben auch eine Linie, die sich durch den Brunnen, durch das Lamm bis oben zu der Trinität, zu der göttlichen Figur hochzieht. Ich kann noch ganz kurz vielleicht dazu sagen, dass das tatsächlich in meinem Kunstgeschichte-Studium ist mir der Genter Altar in meinem allerersten Seminar begegnet. Und da ging es um die flämischen Meister, um altniederländische Kunst. Und seitdem hat mich das tatsächlich auch nicht mehr losgelassen. Nicht nur Jan van Eyck, sondern eben auch Zeitgenossen, eben wie Roger van der Weyden oder andere.
Ja, ähnlich ist es mir auch gegangen. Also tatsächlich, ich glaube, im zweiten Semester oder ähnliches, damals an der Aachener Uni, war Till Holger Borchert einer der Dozenten. Und bei ihm ging es eben um die Altniederländer. Und da war auch der Genter Altar dabei. Und das war ein Erlebnis. Da wurde man visuell, sprachlich auf eine Reise mitgenommen. Das bleibt in Erinnerung. Und ja, ich kann auch berichten, einfach mit meinen Kindern, da waren die noch relativ jung, waren wir in Gent, waren in St. Bavokerk und man glaubt ja nicht, selbst ohne jegliches religiöses Wissen, Fachvokabular, ist man ergriffen, beeindruckt, das prägt sich wirklich ein und ich glaube, das geht jedem Menschen so, der einfach vor diesem Werk steht. Aber vielleicht wollen wir einfach mal gucken, von wem ist das denn wohl geschaffen worden? Also wer ist der Kopf hinter diesem Kunstwerk? Ich klicke einfach mal weiter. Ja, also wir haben ja heute, sagen der Genter Altar von Jan van Eyck. Wissenschaftler sagen natürlich immer ganz genau Jan und Hubert van Eyck. Hubert, der etwas ältere Bruder. Und wenn ich jetzt Bezug nehme zu diesem Bild, was 2 Jahre nach dem Genter Altar entstanden ist, die sogenannte Arnolfini-Hochzeit, man weiß nicht so genau, ob es wirklich eine Hochzeit ist, vielleicht ist es auch eine Verlobung, also bei diesem Bild gibt es ähnlich wie beim Genter Altar ganz viele Rätsel. Unzweifelhaft ist aber, dass Jan van Eyck es gemalt hat, was man über dem Spiegel lesen kann. Also wenn man näher ranzoomen würde, dann steht da genau Johannes van Eyck Fuitig war hier. Was auch in Interpretationen tatsächlich als wie so eine Art Trauzeugenschaft gewertet wird. Und der Spiegel darunter, der ist natürlich sehr berühmt, der die Szenerie, die wir von vorne sehen, eben von hinten spiegelt. Unglaublich klein, also das Bild an sich ist ja schon nicht groß, ungefähr so groß wie, also sagen wir, 2 Laptops übereinander. Ja. Dann mit einer unglaublichen Präzision ist dieser Spiegel gemalt, der uns die Szenerie von hinten zeigt. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Zeitgenossen wahrscheinlich doch ziemlich atemberaubend gefunden haben müssen. Das geht uns ja heute noch so, mit welcher Präzision van Eyck gemalt hat und welche Illusionen er da eben auch schafft. Das ist schon ziemlich einzigartig. Absolut. Vor allen Dingen erschafft er hier die Illusion der Räumlichkeit, der dritten Dimension, ja. Nicht wahr? Also nicht nur ist er Zeuge dieses, was auch immer es ist, ob es eine Vermählung, ein Verlöbnis, eine Zusammenkunft, was auch immer ist, aber wir können aller Voraussicht nach ihn hier im Spiegel sehen als Zeugen, der es eben auch noch urkundlich fixiert hat oder dokumentiert hat, wenn wir denn dieser Theorie also Glauben schenken wollen. Und somit, ich erinnere jetzt nur zu dieser Zeit eben dieser Wettstreit der Künste, der Paragone, welche ist die schönste Kunst, die Skulptur, Architektur oder eben die Malerei. Und hier kann die Malerei sagen, ja, wir können in Farbe, wir können zweidimensional und wir schaffen sogar die Illusion der Dreidimensionalität. Also hier hat man alles richtig gemacht sozusagen. Und man kann tatsächlich auch da, also auch wenn es vielleicht so eine Art Zeugenschaft ist, aber andererseits, dass Jan van Eyck seine Bilder mit seinem Namen versieht, das ist doch auch relativ neu, dass er so ein Selbstbewusstsein auch als Künstler hat. Er hatte natürlich nicht so ein Künstlerverständnis, wie wir das heute kennen. Künstler waren eben doch eigentlich auch letztlich Handwerker zu der Zeit. Aber dieses Selbstbewusstsein hat er sicherlich auch dadurch gehabt, dass er wusste, welche Stellung er am Hof von Burgund hatte unter Philipp dem Guten, der ihn doch sehr gefördert hat und der auch kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass Jan van Eyck eigentlich sein Lieblingskünstler war. Ja, das ist schon enorm, wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit die Künstler, wie Sie vorhin sagten, im Prinzip Handwerker waren, in der gleichen Gilde wie die Kesselflicker beispielsweise. Auch hier in Köln ist es ja ganz gut belegt, zur gleichen Zeit wie Stefan Lochner. Dann hat diese Person, dieser Künstler, eine enorme Vorrangstellung gehabt. Naja, und dass er damals, wie eben auch viele Hunderte danach, von unglaublichem Ruhm eigentlich ist oder einen großen Ruhm hat, also davon zeugen ja auch ganz, ganz viele
Überlegungen, kunsthistorische Bücher, Theorien, Kopien und, die sich mit Jan van Eyck, mit seiner Person, seiner Geschichte, seinen Werken und nicht zuletzt ganz explizit mit diesem Kunstwerk eben der sogenannten Arnolfini-Hochzeit beschäftigen. Ja. Und ich will nur für diejenigen da draußen, die sagen, ach ja, nach heute Abend habe ich auch genug Bilder gesehen, ich mag mal wieder was lesen, kann ich nur dieses Büchlein wärmstens empfehlen. Genau, von Jean-Philippe Postel, Der Fall Arnolfini. Also das ist nicht nur hochtrabend kunsthistorisch-wissenschaftlich geschrieben, sondern wirklich hochspannend und hat man schnell durch und fühlt sich unglaublich bereichert. Kleine Werbungseinlage. Aber um noch mal kurz auf die Berühmtheit von Jan van Eyck, ja, da passt das ja jetzt ganz gut, dass man weiß es nicht so genau, ob es wirklich Jan van Eyck ist, aber oft wird es als Selbstbildnis, Selbstporträt beschrieben. So könnte er vielleicht ausgesehen haben. Es gibt einen ganz schönen Satz in dem sehr dicken und sehr schweren, aber sehr lesenswerten Katalog zur Ausstellung, die es im Februar gab, die dann leider schließen musste in Gent zu Jan van Eyck. Und da steht in einem der Beiträge, es gab keine Zeit, in der Jan van Eyck nicht berühmt war. Also ich glaube, man muss sich wirklich vorstellen, dass dieser Genter Altar, als er präsentiert wurde 1432, dass sich quasi wie so ein Lauffeuer über Europa diese Neuigkeit dieses unglaublichen Bildes verbreitet hat. Und das hat über die Jahrhunderte ja auch nicht abgenommen. Mhm. Und was unter anderem, glaube ich, diese Berühmtheit ausmacht, wenn wir jetzt auf dieses Bild hier Bezug nehmen, das ist, dass Jan van Eyck den Gesichtern wirklich einen Charakter gegeben hat. Also dieses Gesicht hat auch, ja, das strahlt was aus. Da ist jemand doch, glaube ich, selbstbewusst, selbstzufrieden, aber man liest da schon einen gewissen Charakterzug aus. Feine Linien um die Augen, das ist sehr naturalistisch, eher ungewöhnlich für die Zeit. Ja, sogar die Bartstoppeln kann man sehen, wenn man genau hinschaut. Also die unterschiedliche Farbigkeit der Bartstoppeln, die Glanzlichter auf dem Nasenrücken, den Augen, das ist enorm. Naturalistisch, fotorealistisch beinahe. Ja, fast fotorealistisch. Und auch der Faltenwurf ist natürlich sehr gekonnt. Also über Faltenwürfe kann man ja endlos Beiträge, Artikel, wissenschaftliche Abhandlungen lesen. Und da muss man schon sagen, das ist wirklich extrem gekonnt. Also da ist auch 200 Jahre später sind da Bilder entstanden, die da nicht mithalten können. Absolut, ja. Ja, wenn er es denn ist hier. Wir wissen ich habe mir erlaubt, um die Berühmtheit dieses Werkes, nicht nur Jan van Eycks, sondern eben auch der Arnolfini-Hochzeit einmal zu illustrieren. Ich habe im Internet dieses wunderbare Werk der Muppet Show gefunden und fand das hoch amüsant und dachte, das möchte ich allen da draußen nicht vorenthalten. Wenn man es bis zur Muppet Show geschafft hat, dann ist es wirklich, und das noch mit Abstand von 600 Jahren annähernd, dann ist das was. Also sogar die Orangen sind mit drin. Ja, sogar die Orangen, also herrlich. Und der Pudel ist natürlich auch fast so entzückend wie der belgische Griffon auf dem Original. Ja, ein anderes natürlich, dass Jan van Eycks Ruhm natürlich enorm gefördert hat, das ist dieses Bild, die Madonna des Kanzlers Roland. Und da sieht man nochmal diese Präzision in der Architekturdarstellung, ob das oben die romanisch schon auf dem Weg zur Gotik befindlichen Kapitelle sind, die unterschiedlichen Steinarten, die Butzenscheiben hier im Fensterchen, die wunderbare Steinmetzkunst, dann perspektivisch wunderbarer Kosmatenboden, dann diese Brokatstofflichkeiten, der Pelz, aber auch diese Adern, also all das, wie Sie vorhin sagten, also ganz naturalistische Gesichter mit Charakter, mit Adern, mit Falten und. Das alles ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel für diese großartige Malerei des Jan van Eyck, die damals ja ihresgleichen gesucht hat. Also man kann sagen, damals
14:32, 14:35, zeitgleich, was haben wir hier im Kölner Raum? Da haben wir Stefan Lochner, das Weltgericht beispielsweise, also sein Meisterstück, ist hervorragend gemalt und zeugt auch von der Kenntnis dieser Werke des Jan van Eyck und Hubert van Eyck. Aber es kommt nicht ran. Also das ist ja enorm. Also was für ein Qualitätsunterschied hier Jan van Eyck geleistet hat zu der damaligen Zeit. Und man kann es an diesem Bild eigentlich ganz gut sehen. Jan van Eyck hat er kannte die Zentralperspektive nicht oder den Fluchtpunkt kannte er nicht. Also er hat anders, perspektivisch anders gemalt als die Italiener, die mathematisch präziser, glaube ich, waren. Und trotzdem entsteht diese unglaubliche Tiefenwirkung. Ja. Und das ist schon erstaunlich. Also er muss schon einfach ein unglaublich gutes Auge gehabt haben, um das zu malen. Und durchaus auch wissenschaftliches Verständnis, selbst wenn er das mit dem Fluchtpunkt, also diese italienischen Kenntnisse nicht hatte. Da kann man doch ganz gut sehen, und das kann man auch am Genter Altar sehen, dass er verstanden hat, wie er das Bild aufbauen muss. Also das gibt es so vorher einfach nicht. Und auch viele Zeitgenossen haben das nicht so hingekriegt. Das muss man sagen, da fallen die Dinge eben noch vom Tisch oder da sind die Größenverhältnisse nicht richtig. Irgendwie rutscht da das Bild immer so ein bisschen rum. Das ist bei ihm nicht so. Und was auch interessant ist, wenn wir nochmal zu Charakteristika kommen, der Kanzler Rollin, der, glaube ich, ein doch, das kann man so sagen, sehr machtbewusster, besessener Mann war, der ist hier, ja, aus heutiger Perspektive würde man sagen, er ist jetzt vielleicht nicht so positiv dargestellt. Also er strahlt schon aus, dass er eben, ja, nicht mit sich, dass er keinen Spaß verträgt, um es erstmal ein bisschen salopp zu formulieren, aber dass er jemand ist, vor dem man vielleicht, bei dem man vorsichtig sein sollte. Man könnte fast interpretieren, wenn man das möchte, aber das ist jetzt hier im starken Interpretationsbereich beinahe auch die Maria und das Jesuskind wirken ein wenig eingeschüchtert. Ja. Aber und die Perspektive natürlich, man hat diese wunderbare Vergrauung, Verblauung nach hinten hin und fühlt sich beinahe ein bisschen erinnert an manche Porträts oder Gemälde des Memling oder aber auch eben die italienischen Kollegen der damaligen Zeit. Also hier ist ein intensiver Austausch zwischen diesseits und jenseits der Alpen sozusagen gewesen. Da weiß man nicht so recht, wer war der Anfang, wer war der Nachahmer, nicht wahr? Ja, aber die Landschaft ist in der Tat ganz interessant, weil es ja eindeutig keine flämische, niederländische, burgundische Landschaft sein kann. Und ich habe es heute nochmal nachgelesen. Jan van Eyck ist ja im Auftrag Philipp des Guten, hat er ja viele Reisen gemacht, diplomatische Reisen eben auch. Und es gibt Vermutungen, dass es möglicherweise eine Ansicht aus der Alhambra sein könnte. Und das wäre stimmig. Da würde man dann auf die Sierra Nevada gucken. Ich weiß nicht, wie das mit dem Fluss ist, aber das könnte tatsächlich dann auch realistisch sein und keine Fantasielandschaft. Ja, spannend. Ich habe hier gerade einen kleinen Auszug, also Fantasielandschaft, genau, hin oder her. Wir haben hier auf jeden Fall im Zentrum zwei kleine Gestalten, die im Zentrum des Bildes regelrecht stehen und aber den Blick nicht versperren für die Flusslandschaft, die Brücke, die Städte mit Kirchen etc. Und da haben wir halt nochmal so eine Figur mit dem roten Turban, wie wir es vorhin auch bei dem vermuteten Selbstporträt Jan van Eycks aus der National Gallery in London gesehen haben, nicht wahr? Also das hat schon fast was von Hitchcock, oder? Also dass er, also wie auch bei der Arnolfini-Hochzeit, auch da gibt es auch diesen Mann mit einer roten Kopfbedeckung, man kann es nicht so ganz genau erkennen, aber er hat sich offenbar doch kontinuierlich, wenn er es denn ist, da reingesetzt. Ja, ganz genau. Also vielleicht auch beim Genter Altar, aber da schauen wir jetzt gleich mal hin. Ja. Genau, da haben wir ihn. Also wir haben jetzt mal genau
genauer hingeschaut, wer ist Jan van Eyck, wie sieht er aus, was sind seine berühmtesten Kunstwerke. Wenn man den Genter Altar möglicherweise noch nicht live gesehen hat, hat man vielleicht die Madonna des Kanzlers Roland oder das Selbstporträt in der National Gallery, die Arnolfini-Hochzeit gesehen. Aber hier haben wir natürlich, wenn wir gerade ins ganz, ganz Kleine, auch in dieses winzige Selbstporträt, möglicherweise an dem Stadtprospekt geschaut haben, haben wir hier jetzt von klein ins große, also dieses erschlagende Format. Und so viel, wie Sie schon gesagt haben, ist zu sehen, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Und für mich persönlich ist ja auch noch völlig irritierend, oben haben wir große Figuren, riesige Figuren, die mich fast erschlagen. Und wenn ich denke, ich stehe davor, das Ganze ist auch noch mal auf einem Sockel, also fast megalomane Formate und ich stehe winzig klein davor und kann das gar nicht fassen. Ich muss immer links und rechts gucken und es ist schon eine enorme Größe, oder? Ja, ist es. Und ich glaube, auch die Materialität trägt auch noch dazu bei. Also das Holz und die schiere Schwere, die man eigentlich spürt. Also angeblich wiegt der Genter Altar so rund eine Tonne. Können wir später vielleicht auch nochmal drauf kommen beim Bildersturm. Das ist interessant, dann nochmal mit dem Gewicht. Aber was Sie eben gesagt haben, klein und groß, es haben sich ja wirklich unglaublich viele auch Kunstwissenschaftler mit Jan van Eyck beschäftigt. Und Erwin Panofsky hat gesagt, dass van Eyck gleichzeitig mit Mikroskop und Teleskop gemalt hat. Und ich finde, das trifft es tatsächlich ganz absolut gut, weil wir Dinge ahnen, wir können sie gar nicht sehen, wenn wir davor stehen, die so winzig klein sind, die letztlich auch, ja sagen wir mal, man weiß gar nicht so genau, warum van Eyck das so detailliert gemalt hat. Vögel, die man jetzt mit dem bloßen Auge, ich kann jetzt gerade tatsächlich keine erkennen, die aber irgendwo in der Luft schweben, die auch die Betrachter damals nicht sehen konnten. Denn der Altar hing ja oder stand so, dass er etwas erhöht war. Und wenn man etwas weiter davon wegstand, eben damals in der Weltkapelle, dann konnte man das nicht sehen. Also es ist vielleicht einfach tatsächlich genau dieses, dass er das konnte, dass er so detailliert gemalt hat. Ich glaube, es hat aber doch auch noch was damit zu tun, dass er da eine Welt erschaffen wollte, die einerseits diese naturalistischen Elemente hat, und die das alles zusammenfasst und andererseits natürlich überhaupt nichts mit unserer Welt zu tun hat. Das ist eine theologisch aufgeladene Welt, die ist voller Bedeutung, voller Symbole und die hat natürlich nichts mit unserer Realität zu tun. Und auch nochmal interessant finde ich, ist das, was Sie eben gesagt haben, diese schweren, großen, übergroßen Figuren, die oben zu sehen sind, die Maria, Johannes der Täufer und Jesus wahrscheinlich oder die göttliche, die menschliche, die Menschwerdung Gottes, die fast schon auf dieses Bild drauf drücken. Man hat fast das Gefühl, die könnten das irgendwie von oben so fast kaputt machen. Andererseits, wenn man das wegnehmen würde, das hat Max Friedländer mal ganz schön gesagt, wenn man Teile rausnimmt aus dieser zwölfteiligen Anordnung, dann fehlt irgendwas, dann fügt sich alles wie von selbst wieder zusammen. Und alles strebt ja auch nach oben. Das kann man eigentlich ganz gut an der Anbetung des Lammes sehen, also dass alles nach oben in den Himmel geht und dass das Ziel ist eben. Absolut. Genau, hier, ich glaube, das ist ein Zitat, was auch bei Postel in dem Fall Arnolfini steht. Es machen nicht die Teile das Ganze, sondern das Ganze bestimmt die Teile. Und das passt wirklich sehr, sehr hervorragend auf diesen Altar. Es muss in dieser Gesamtheit also ein Zusammenspiel ergeben, damit es eben zu diesem Meisterwerk wird. Und
Sicherlich sind auch hier die drei Gestalten, Gott, Vater, Maria und Johannes der Täufer, eben auch in ihrer Bedeutungsgröße und sind hier in der himmlischen Sphäre, in der himmlischen Ebene und müssen deshalb auch schier unglaublich groß und überragend sein. Also ich selber stelle mir immer die Frage, ob es sicherlich auch das Werk einfach eines sehr Gläubigen war oder gläubiger Künstler, die hier nicht nur für sich selbst, nicht nur für den Auftraggeber, sondern eben auch als Dienst und Geschenk für Gott ein Wunderwerk geschaffen haben und deshalb eben es ihnen auch wert war, die Details in dieser Detailverliebtheit und Feinheit auszuführen. Und als nächstes habe ich natürlich auch im Hinterkopf beispielsweise 1435, Stefan Lochner macht das Weltgericht und jeder Zwischenstep von der Entwurfsskizze auf der Tafel bis hin zur finalen letzten Lasur wird vom Rat oder den Ratsherren der Stadt Köln beäugt, damit man wirklich sieht, ja, der macht das alles alleine, der kann jeden Schritt, der ist wirklich der Meisterwürde würdig. Also wer weiß, wie viele Menschen dort auch in diese Werkstatt kamen und das durchaus honorieren konnten, zu schätzen wussten und das dann eben auch zu seinem Ruhm, auch in den Königshäusern etc. beigetragen hat. Ja, aber dass dieser Altar so rätselhaft ist, das ist sicherlich nicht nur alleine den Gedanken Jan van Eycks zuzuschreiben. Das sicherlich hat es auch Einflüsse der Stifter gegeben, die wir auf der Außenseite sehen. Jos Veit und Elisabeth Borlüt. Und Jos Veit wollte natürlich letztlich damit auch mit diesem Altar seine Stellung bei Philipp dem Guten auch verbessern. Also das war ja einfach ein legitimes Mittel, dass man, also er war ja ohnehin angesehen in Gent, war Schöffe und so eine Art Bürgermeister eben auch, aber hatte dann, irgendwie gab es mit seinem Vater Probleme, das weiß ich nicht mehr so genau, aber der Vater war irgendwie in Ungnade gefallen und offenbar hatte er das Gefühl, er muss da jetzt irgendwas ausgleichen und mit diesem Altar wollte er das eben machen. Und auch das Datum, das zu finden ist auf der Inschrift, 6. Mai 1432, der Tag der Präsentation, ist sicherlich nicht zufällig auch der Tauftag eines der Söhne von Philipp dem Guten, der dann aber relativ bald, ich glaube, er ist noch nicht mal ein Jahr geworden, ein paar Monate später gestorben ist, der auch Jos hieß. Ah ja, spannend. Genau, also das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Also welche Rolle spielte Jan van Eyck am Hof, am Königshof von Burgund? Das haben Sie im Prinzip damit schon ganz gut eingeleitet oder verdeutlicht. Also welche Schlüsselposition ihm als Künstler zukam, aber eben auch über diesen Auftraggeber, der das Werk, Ja, aber Jan van Eyck war Kammerdiener, Valet de Chambre und hat eben auch diplomatische Reisen unternommen. Ist relativ viel, glaube ich, sogar gereist. Also auf jeden Fall, ich glaube, zweimal nach Portugal. Man weiß nicht so genau, ob er auch in Jerusalem war. Das ist nicht so ganz belegt. Es könnte aber sein, es gibt, und ich meine auch im Genter Altar, Gebäude, die durchaus mit Gebäuden in Jerusalem vergleichbar sind. Man weiß es nur letztlich nicht so genau. Es gibt ja ohnehin nicht so viele Belege für die Biografie von Jan van Eyck. Man weiß auch nicht genau, wann er geboren wurde. 1390 möglicherweise 1399. Ja, es gibt viele, viele Unwägbarkeiten. Es gibt immerhin etwas mehr als bei Hubert. Hubert taucht ja wirklich nur im Genter Altar auf. Es gibt sonst keine Bilder von ihm. Und ja, der ist natürlich ein großes Rätsel. Es gibt das Grabmal von Hubert van Eyck, das doch so groß ist, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass er jetzt keine unbedeutende Persönlichkeit war. Das heißt, genau, wenn wir jetzt mal in Richtung Restaurierung uns thematisch bewegen, es ist viele Jahre, ich glaube annähernd 8 Jahre bis dato am Altar restauriert worden. Also man hat sich wirklich intensiv einzelnen Platten oder Tafeln gewidmet und hat sicherlich
sich erhofft, innerhalb oder durch diese Erforschung, restauratorische Untersuchungen, aber natürlich auch, das können Sie besser erzählen aufgrund Ihrer Journalistenreise zum Genter Altar, zu den Restauratoren etc., was man dort alles vorgenommen hat. Aber ich vermute, dass man sich versprochen hat, noch mehr über die Autorenschaft, die Händescheidung zwischen Jan van Eyck und Hubert van Eyck sagen zu können. Also was gibt es denn da an neuen Erkenntnissen? Also das ist nach wie vor, was jetzt die Autorenschaft angeht, hatte man sich möglicherweise wirklich erhofft, dass man da mehr rausfinden wird. Aber es bleibt nach wie vor ein großes Rätsel. Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass mindestens, also dass zumindest Teile des Altars ja doch so große Unterschiede aufweisen zu anderen Teilen, dass da andere Maler am Werk waren. Aber vielleicht waren es auch mehr als zwei. Also es gab ja auch eine Werkstatt. Also was das angeht, weiß man tatsächlich eigentlich immer noch zu wenig. Es wird ein Rätsel bleiben. Aber was herausgekommen ist, ist, als man angefangen hat und man hat eben in der Anbetung des Lammes beim Himmel angefangen, dass man, wenn man den ganzen Firnis, den Ruß, den Schmutz der Jahrhunderte sozusagen und auch die Übermalungen, die passiert sind, wenn man den runternimmt, dass die Farben unglaublich strahlen. Das konnte man eben auch am Himmel ganz gut sehen. Ein ähnlicher Effekt wie damals in der Sixtinischen Kapelle, als man die Fresken von Michelangelo gesäubert hat und da sind diese unglaublich knalligen Farben plötzlich zum Vorschein genommen. Also man muss sich vielleicht auch nochmal vorstellen, dieser Altar stand in dieser Kapelle, in der Kranzkapelle, in der Weltkapelle in Gent. Und wenn der an großen Feiertagen geöffnet wurde, das war zwar nur, sagen wir mal, 6-mal im Jahr, dann wurden ganz viele Kerzen aufgestellt und alleine natürlich das, was da an Ruß entsteht, das legt sich auf das Bild drauf. Dann wurden, wie gesagt, auch Restaurierungen vorgenommen, die nicht, also aus heutiger Perspektive, natürlich nicht fachgerecht waren. Dann hat man, weil man dachte, man schützt das Bild, auch also ja, so eine Art, weiß ich nicht, so Lasuren aufgetragen. Also es ist schon unglaublich viel, wenn man jetzt wirklich nur mal die Oberfläche nimmt, mit diesem Bild passiert, ganz abgesehen von den vielen Bewegungen, die dann angefangen beim Bildersturm bis über Napoleon, bis zu den Nationalsozialisten, mit dem Altar letztlich dann vorgenommen wurden. Also vielleicht kommen wir dazu später. Ja. Da habe ich auch ein schönes Foto gefunden. Genau. Aber ich glaube, das, was bei der Restaurierung doch die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, das ist eben die Schnauze des Lammes, die zwischendurch einen eigenen Twitter-Account hatte, weil diese Schnauze ja lebensecht aus, oder sieht eigentlich aus fast wie eine menschliche Schnauze. Ja. Die war so bedeckt vorher, dass sie so ein bisschen verschwommen aussah und plötzlich kommt da so eine Art Kussmund raus. Genau. Und da war man doch, glaube ich, ein bisschen schockiert. Also das hat die Chefrestauratorin, die Hélène Dubois, genau so gesagt. It was a shock. Was macht man jetzt mit so einem Bild? Was hat er sich dabei gedacht eigentlich? Ja. Gucken wir gleich mal an, genau. Ja. Ich glaube, wenn man es tatsächlich mit einem lebenden Schaf vergleicht, ist der Unterschied gar nicht so groß. Also möglicherweise sind wir alle Schafen noch nicht so nahe gekommen, dass wir das so genau wüssten. Aber ja. Es ist ja auch ein bisschen die Menschwerdung des Lammes, die dahinter steckt. Das hat natürlich auch mit Symbolik zu tun. Das ist ja kein Tier, das da dargestellt werden soll. Ja. Besonders schön, also ich glaube jetzt die Zuschauer sehen draußen jetzt diese Ansicht genau der Landschaft, also oberhalb des Schafes, direkt oberhalb des Schafkopfes auf dem Genter Altar ist ja dieser wunderbare Sonnenhalbkreis und dann sind da diese spektakulären goldenen Strahlen, die man nun eben wieder wunderschön sieht und vor allen Dingen wunderschön diese ja, changierenden Himmelsgefilde zwischen hellblau und rosé, lila, orange, gelbtönen. Also alles, was
der Pastellkasten herzugeben hat, ist hier wiedergegeben worden. Und das wird alles durch dieses schillernde Gold durchzogen. Also es ist schon wirklich hervorragend restauriert. Hier hat man akribischste Arbeit geleistet und hat zutage gebracht Dinge, wie Sie vorhin erzählt haben, die eben einst aufgrund von Übermalungen, also unter, naja, man dachte eben restauratorischen, konservatorischen Zwecken, es gut zu machen. Heute würde man es anders machen, unter einem anderen Wissensstand, restauratorischen, anderen Vorgehensweisen, Einstellungen. Aber damals hat man natürlich viel drüber gespachtelt. Der Ruß etc. hat das Übrige gemacht. Aber es ist nun mal auch nicht als Museumsstück gelegt worden oder gedacht worden, sondern es ist ein religiöses, ein Kultobjekt, das für eine Kirche zur religiösen Andacht etc. geschaffen wurde. Und somit ist es ein Objekt, das in Gebrauch ist, das benutzt wird und eben den Realklimata ausgesetzt ist. Aber wie Sie vorhin sagten, also die Vögel, diese Detailverliebtheit, man hat ja hier das Gefühl, Schwalben zu sehen, die einmal im Sturzflug nach unten oder eben sich auf den Luftwellen, Winden tragen lassen, die Flügelchen nach oben geschwungen, also herrlich. Ja, war ein unglaublich guter Naturbeobachter, wenn man das so sieht, wie die Vögel fliegen. Man kann die Vogelarten, glaube ich, ziemlich gut bestimmen. Aber auch bei dem Bild daneben, wo wir nur diese Pflanze mit den kleinen roten Blüten, die da so durchschimmern sehen. Alleine in diesem Ausschnitt sieht man schon, was für eine Tiefe er da reingebracht hat. Also wie er mit Schatten spielt, wie er das auf kleinstem Raum versteht, da das alles plastisch zu machen. Ja. Die Malerei war ja noch gar nicht, also diese Art von Malerei war ja noch gar nicht alt. Und wenn man sich dann anschaut, zu welcher Meisterschaft Van Eyck das da schon gebracht hat, das ist auch, wie gesagt, von heute aus immer noch wirklich erstaunlich. Ja, zur gleichen Zeit, 1435, ich glaube, wir sprachen darüber, hat man in der von mir sehr verehrten italienischen Renaissance noch Blättchen in Großformat als Bäume auf sandigen Boden gesetzt, nicht wahr? Ja. Die Figuren waren hervorragend, aber die Naturdarstellung zur gleichen Zeit war einfach überhaupt nicht im Fokus, wie hier Jan van Eyck das gemacht hat. In Köln, denke ich, sieht man an den Details des Lochners, wenn es um Chormantelschließen etc. geht, auch, dass man die Fähigkeit hat, aber man hatte nun mal sozusagen das Gütesiegel Goldgrundmalerei, sprich aus Köln kommt, und hat es eben nicht in Gänze geschaffen. Und hier, also phänomenal. Aber schauen wir vielleicht mal weiter. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben eine journalistische Reise eben unternommen und Sie sprachen vorhin von der leitenden Chefrestauratorin dort in Gent. Haben die so ein bisschen erzählt, was sie sich erhofft haben oder eben, klar, da kommt der Kussmund raus, man ist schockiert. Haben die Restauratoren selber diesen Twitter- oder Instagram-Account erstellt oder? Nein, das hat sich einfach wie ein Lauffeuer im Netz verbreitet. Und wer jetzt genau diesen Twitter-Account ins Leben gerufen hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Also man hat sich natürlich schon erhofft, dass man, um da nochmal auf Michelangelo zurückzukommen, dass man so eine Art Urversion freilegt. Und ich glaube, das ist doch ganz gut gelungen. Also interessant ist zum Beispiel auch, dass die ganzen Schichten, die darunter genommen worden sind, auch wieder Details freigelegt haben, die man vorher nicht gesehen hat. Und das wäre zum Beispiel hier bei der Verkündigungsszene. Genau, wir haben jetzt den Zunaltar, das sind die Außentafeln, wenn die Flügel zugeklappt sind. Ja. Die Stiftern, die Farben sind natürlich viel gedämpfter. Das ist die sozusagen alltägliche Ansicht, die der Besucher der Kapelle in der St. Barths Kathedrale in Gent gesehen hat, wenn er in die Weltkapelle reingegangen ist. Und genau diese Details, die zum Vorschein gekommen sind, und das, finde ich, macht das auch wieder so spannend. Also das zeigt einfach nochmal genau diese Ambivalenz zwischen auf der einen Seite dieser christlichen Symbolik, der immer wieder der Hindeutung auf das Diesseits, auf die nicht reale Welt, und auf der anderen Seite sieht man hinter der Maria Spinnenweben in den Ecken. Hier.
weiß nicht, ob man meinen Cursor, meine Maus, den Pfeil sehen kann, aber hier oben beispielsweise sind die Spinnweben zu sehen. Toll sind natürlich auch die Starkschatten hier, der Flügel. Ja, also hat auch einen engen Schatten. Die Restaurierung nochmal deutlich geworden, wie perfekt Jan van Eyck diese Raumtiefe geschaffen hat, indem er diese Schatten sehr präzise gemalt hat. Interessant ist ja auch, dass diese Figuren, also die vor allen Dingen der Erzengel und Maria, die sind ja viel zu groß für diese Räume. Ich weiß gar nicht, wenn die sich aufrichten würden, würden die mit dem Kopf, glaube ich, schon gegen die Decke stoßen. Wie beim Kanzler Roland ja letztendlich auch. Also es ist diese Bedeutungsgröße, nicht wahr? Die Architektur ist da, sie ist auch korrekt wiedergegeben, abwechslungsreich wiedergegeben, auch hier die Zentralperspektive versucht. Aber sie sind einfach bedeutsamer, als dass man sie in der menschlichen Größe hier wiedergeben kann. Ja. Und interessant sind auch die beiden Grisaille-Malereien. Auf der einen Seite haben wir Johannes den Täufer, das ist der, wo sie mit dem Cursor jetzt sind, der das Lamm auf dem Arm hat. Das andere ist Johannes der Evangelist, zu erkennen an dem Becher mit den Schlangen. Und da kann man wirklich sehen, dass das zwei unterschiedliche Steine sind. Ich bin mir nicht sicher, ob man das vorher wirklich erkennen konnte. Und bei Johannes dem Täufer kann man wirklich auch so eine Marmorierung im Stein sehen. Das hat man vorher, glaube ich, so auch nicht erkennen können. Und wie van Eyck da die Glanzlichter gesetzt hat, um sozusagen die Plastizität herzustellen dieser Figuren, das kommt jetzt einfach nochmal viel deutlicher zum Vorschein. Und das zeigt auch nochmal, ich weiß nicht, ob er wirklich konkurrieren wollte mit den Bildhauern. Aber wenn man diese Figuren sieht, dann ist das schon wirklich atemberaubend. Ich würde gerne eine ganz kleine Exkursion zu der Ausstellung in Gent machen. Was mich nämlich wahnsinnig beeindruckt hat, das ist ein ganz kleines Bild, auch eine Grisaille-Malerei von van Eyck, eine Verkündigungsszene. Und das war wirklich extrem gut gehängt, indem man in dieses Bild kleine Spots reingetan hat. Und ich habe das wirklich erst verstanden, als ich direkt vor dem Bild stand, dass es keine Skulptur ist. Also ich habe wirklich von Weitem gedacht, das ist ja ganz interessant, das ist wie so ein Kasten, wo diese kleinen Figuren drin sind. Und erst wenn man davor steht, habe ich dann gemerkt, ach nein, das ist ein Gemälde. Womit ich einfach nur nochmal sagen will, wie präzise und genau van Eyck gemalt hat, diese optische Revolution, so wie die Ausstellung ja betitelt war. Das ist natürlich ein Titel, der sehr griffig ist, aber das kann man tatsächlich gerade an diesen Grisaille-Figuren wirklich extrem gut erkennen. Das stimmt. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch schon erwähnen, bevor wir weitergehen. Ich sehe, die Zeit schreitet voran. Ich finde es sehr spannend, mich stört es natürlich nicht, aber dass all jene, die es nicht geschafft haben, bei Zeiten die Ausstellung zu sehen, weil eben dann plötzlich Corona kam und man kennt das ja, man denkt, man hat noch Zeit und fährt dann hin, wenn das Wetter passt, langes Wochenende und so weiter und schwupps kam Corona und alles war zu. Aber Till Holger Borchert, eben Kurator dieser Ausstellung, hat einen wunderbaren digitale Tour gemacht durch seine Ausstellung, hat das hervorragend erläutert und die Kollegen aus Flandern haben dort wirklich wunderbare Internetseiten, Filme gemacht. Man kann das alles erkunden, kriegt es auch nochmal akribisch erklärt vom Kurator selbst und bekommt ein Gefühl dafür, was für hervorragende Werke dort waren, die so niemals zuvor und wohl auch nie mehr, zumindest in unserem Leben, so zusammenkommen. Und ich muss es wirklich sagen, die Art der Präsentation, die Farbwahl der Räume zu den Kunstwerken war so hervorragend, mir hat das Herz geblutet, dass ich es nicht live sehen konnte und wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Ich glaube, das war wirklich eine der besten Ausstellungen vieler Jahre. So. Und
was man in der Ausstellung eben auch sehen konnte, und auch das, weiß ich nicht, ob das auf absehbare Zeit nochmal möglich sein wird, das sind hier jetzt außen zu sehen, die Adam- und Eva-Tafeln. Und wenn man konnte wirklich ganz nah rankommen, und das war schon aufregend, also die Feinheit der Malerei, wie Van Eyck die Haut gemalt hat und natürlich der berühmte Fuß von Adam, der aus dem Rahmen rauszukommen scheint, den man, wenn man vor dem Genter-Altar steht, da eigentlich ja von unten sieht, so wie es auch gedacht ist, aber den man jetzt so eben fast auf gleicher Höhe sehen konnte in der Ausstellung. Das fand ich schon sehr besonders. Ja, also es ist ein richtiger Trompe-l'œil-Effekt, also diese Augentäuschung, die noch so en passant quasi mitgegeben wird, hier dieses Heraustreten aus dem Rahmen, die Alterungsprozesse des Holzes oder der Vergoldung mitdenken, der Schlagschatten, der von der Wade hier geworfen wird, der Schlagschatten vom Handgelenk, Unterarm, diese unglaublich naturalistische Körperdarstellung, die wir zuvor so einfach überhaupt nicht hatten. Man könnte vielleicht Vergleiche zu Mantegna ziehen, ungefähr in dieser Zeit, aber also schon allein das Wangenrot, die Haare, die einzelnen Haare, die Struktur. Dann setzt er eben noch einen oben drauf und macht hier das Alte Testament en grisaille noch mitten rein. Also das ist schon unfassbar, was dort geboten wird. Ja, und auch auf den Tafeln daneben. Also die singenden Engel, die sind natürlich, finde ich, auch ganz großartig. Die Werve, mit der die Engel in ihren Pluvialen, man weiß nicht, was sie singen, aber sie singen jedenfalls aus vollem Hals. Das kann man, glaube ich, noch erkennen. Und einige scheint es auch durchaus anzustrengen, wenn man sich die Gesichter mal etwas genauer anguckt, ob da jetzt hohe Töne gesungen werden. Das müsste ein Musikwissenschaftler vielleicht oder ein Gesangslehrer beantworten. Aber die geben alles, um es mal so zu formulieren. Absolut. Also ich denke, sie sind in den hohen Tönen unterwegs, und genau, da können Musikwissenschaftler, werden im kommenden Jahr Professor Sabine Meine von der Hochschule für Musik und Tanz hier bei uns haben. Da werde ich sie genau darauf mal ansprechen, nebst ihrem eigentlichen Vortragsthema. Aber ich bin mir sicher, das kann man genau identifizieren. Und wunderschön ist natürlich auch dieses Pult, sicherlich ein Betpult oder auch Gesangspult, was hier nochmal an dem Ständer zurechtgerückt wird, damit auch die himmlischen Kollegen quasi den ganzen Blick auf das Gesangsbuch haben. Und wenn man das jetzt hier besser sehen könnte im Detail, ich glaube, das ist gerade nicht gut erkennbar, also dieses Goldschmiedewerk, die Edelsteine, die Goldarbeiten, die Ziselierarbeiten, der Brokat, der Goldfaden, der hier in den Samt hineingestickt ist, ganz zu schweigen von den Kacheln oder dem Schnitzwerk hier mit dem heiligen Georg, in Köln natürlich gut bekannt. Also es ist wirklich hervorragend, was dort geboten wird. Und wenn man denkt, heute in der St. Barbo-Kerk, damals in der St. Jans-Kerk, wenn ich richtig informiert bin, man hätte es im Detail gar nicht sehen können. Also umso schöner, in was für einer luxuriösen Situation wir heute sind und digital gerade auch. Manches hat auch Vorteile. Also das ist natürlich, man könnte hunderte von Details wahrscheinlich aufzählen, aber ich will noch mal zwei ganz kurz, ich weiß, wir sind wahrscheinlich schon viel zu lang, rausgreifen, aber es gibt zum Beispiel in der Schar der Märtyrer gibt es den Stadtheiligen, den von Gent, den Stadtheiligen, das ist der Livinus, der seine eigene, das ist ein Erkennungszeichen, seine eigene in einer Zange eingeklemmte Zunge trägt. Ja. Das ist ziemlich brutal, vielleicht für einige ganz gut, wenn man es so nicht sehen kann. Dann gibt es bei den Pilgern, die von dem riesenhaften Christophorus angeführt werden, gibt es ganz hinten als letzte Figur, das kann man jetzt so nicht so gut sehen, gibt es einen Pilger, der ja schon so eine richtige Fratze eigentlich zieht. Und angeblich hat sich der Teufel oft unter die Pilger gemischt. Also das könnte tatsächlich so eine Geschichte sein. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Seite bei den gerechten Richtern, die Tafel gibt es ja nicht mehr, die ist ja leider verschwunden.
Aber da gibt es die Vermutung, dass eine Figur Jan van Eyck sein könnte. Das ist die ganz außen, die gerechten Richter, die wir eben hatten. Genau. Die Brüder eventuell habe ich auch gelesen, dass da die Vermutung eines Doppelporträts Jan mit dem Schwarzen, nicht wahr? Und Hubert eventuell mit dem Roten. Aber, ja, aber es ist nicht man möchte so ganz gerne. Ja. Jedenfalls ist das eine Kopie und diese Tafel ist seit 1934 verschwunden. Mhm. Und nicht wieder aufgemacht. Die Pferde sind auch wunderschön. Ja, die Pferde haben natürlich schon viele Wissenschaftler und Betrachter zu, ja, auch teilweise Spott eben angeregt, weil sie so durchaus menschliche Züge haben, einige jedenfalls. Also da wurde dann schon auch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen überstilisiert. Aber wie gesagt, es geht nicht unbedingt nur um realistische Darstellung. Also natürlich ist es immer aufgeladen mit Symbolik und letztlich kein Abgleich. Ja, ja. Also es wäre auch Klagen auf hohem Niveau. Also wenn wir da annähernd in der Zeit unterwegs sind, ich denke jetzt nur an Benozzo Gozzolis Zug der Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici Riccardi in Florenz. Also da sind auch wunderschöne Pferde und das steht sich hier jeweils in nichts nach. Und wenn man überlegt in der Zeit, also ist das hervorragend. Ja, die Mitteltafel. Wir wollen vielleicht noch mal ganz kurz auch über das Schaf reden und so manche Person, die hier links und rechts des Weges oder besser gesagt des Brunnens zugegen ist. Die Mitteltafel ist ja das, was Sie sagten vorhin zunächst oder als erstes restauriert wurde. Gerade der Himmel ist zuerst rangekommen. Also hier tummelt sich ja allerhand himmlisches Personal, würde ich so gerne sagen. Ja, genau, das ist himmlisches Personal. Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, nur ganz kurz, dass als die Tafeln zur Restaurierung gegeben wurden, das war, glaube ich, jetzt aber nicht der Mittelteil, hat sich wohl einer der beteiligten Mitarbeiter den Spaß erlaubt, seine Initialien auf den Staub einzuzeichnen, was einerseits bestimmt für ihn lustig war, auf der anderen Seite konnte man dann ganz gut identifizieren, wer das war. Und das darf man natürlich nicht machen, so respektlos mit einem Bild von Van Eyck umgehen. Ja, wir haben hier wirklich das Alte und das Neue Testament versammelt. Das Alte Testament eher auf der linken, vorderen Seite. Mittendrin übrigens ganz gut erkennbar Vergil, der da wohl auch eine Rolle spielt, auch ziemlich zentral in dieser Gruppe mit dem, ja genau, mit dem weißen Gewand. Weil es bei Vergil schon sozusagen Hinweise aufs Christentum gibt. Dann haben wir auf der anderen Seite die Apostel, dahinter die Märtyrer, wo man dann, wenn man wirklich sehr genau hinschaut, eben den Livinus sehen kann. Ein Stück vor ihm steht der heilige Stephanus, der erste Märtyrer, mit ganz gut erkennbar an den Steinen, die er in seinem, ja, so eine Art Tasche vor sich her trägt. Dann über den Märtyrern sind die heiligen Jungfrauen. Da kann man ganz gut identifizieren die heilige Barbara, die so eine Art Turm mit sich herumträgt. Und auf der anderen Seite sind die Bekenner, die heiligen Bekenner, Bischöfe, Kardinäle. Und eben in der Mitte das blutende Lamm, das Erlöserlamm. Ich klicke mal kurz weiter und wir kommen sofort darauf zurück. Gerade hätten wir viel schöner über die Gesichtszüge der Engel sprechen können mit diesem Werk. Vielleicht, dass man nur noch einmal kurz nachklingen lässt, was Sie vorhin gesagt haben. Man sieht manchen an, wie anstrengend es ist, gewisse hohe Töne zu formen. Also wie gesagt, da kommen wir nochmal drauf zurück und ich bin immer unglaublich erzückt von diesen Grübchen im Kinn, muss ich sagen. Ja, schon. Wie die Zunge gestellt ist. Also vielleicht kann die Sabine Meine da mehr zu sagen. Aber das ist ganz interessant. Das ist sicherlich alles ziemlich präzise. Ziemlich präzise, ganz genau. Genau, hier auch nochmal die etwaigen Porträts, nicht wahr? Also eventuell Jan van Eyck, Hubert van Eyck oder auch nicht. Und ein vielleicht menschlich dreinschauendes wunderschönes Pferd. Hier die Kollegen am Werke eben, da sieht man auch nochmal den Vigil, sehr viel detaillierter, sehr viel besser ist diese Aufnahme als das, was Sie vorhin gesehen haben. Sehr schön auch die Buschrosen hier, die
Ja, sehr üppig. Ja. Hier sieht man natürlich auch diese ganze Vegetation, nicht wahr? Also unterschiedlichste Pflanzen, sogar Farne, all das lassen sich hier en Detail wunderschön erkennen. Und was aber auch auf diesem Bild sehr gut zutage tritt, das sind die zu restaurierenden Flecken quasi, also Fehlstellen etc. Nicht nur dort, wo der Rahmen quasi die Farbe des Materials hat abgedrückt, abplatzen lassen, sondern auch auf der Tafel selbst, nicht wahr? Also das ist auch ganz gut hier zu sehen. Ja, und da kann man vielleicht auch nochmal sehen, wie fein das Werkzeug eines Restaurators oder einer Restauratorin eben ist. Und da kann man sich schon vorstellen, dass 8 Jahre, und der Altar ist ja eben noch nicht zu Ende restauriert, 8 Jahre hört sich viel an, ist aber letztendlich gar nicht viel, wenn man sieht, wie gearbeitet wird, ne, mikroskopisch. Und ich glaube, wahrscheinlich auch mit unglaublich viel Respekt vor diesem Bild. Also das, da will man natürlich nichts zerstören, zumal dieser Altar eben auch noch diese bewegte Geschichte hat und man froh sein kann, dass der überhaupt jetzt wieder an seinem Ursprungsort steht. Ja, absolut. Genau, hier wollten wir drauf zu sprechen kommen. Ja, also da kann man natürlich auch nochmal ganz gut sehen, also abgesehen natürlich von der ganzen Symbolik, die da drin steckt, von der Erlöserfunktion, eben das Lamm, das für Christus steht, für die Erlösung von den Sünden. Auf der anderen Seite kann man eben sehen, wie gut Jan van Eyck eben dieses, zum Beispiel das Wasser, wie er das intuitiv verstanden hat, diesen Brunnen zu malen mit ganz kleinen Spritzern, die man jetzt so nicht sehen kann von den Wasserstrahlen, die in den Brunnen reingehen. Man kann hier auch sehen, dass er eben perspektivisch eher intuitiv gemalt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Bild liegt, aber es sieht ganz leicht verzogen aus. Aber die Beobachtung, also seine Naturbeobachtung und wie sozusagen die Prozesse sind in der Natur, das kann man hier auch sehr gut alleine an diesem Brunnen sehen. Interessant auch, wie er die Spiegelungen gemalt hat. Das ist auch etwas, was man überhaupt nicht sehen kann, wenn man vor diesem Bild steht. Die Spiegelungen, die man in dem Metall sieht, die auch ziemlich genau dann wiederum spiegeln, was vor diesem Altar ist. Also Jan van Eyck hat diese Spiegelungen ja so gemalt, als ob die Bilder die ganze Zeit in der Kapelle stehen. Er hat immer wieder die Fenster letztendlich als Spiegelung genommen. Und das sieht man eben auch da, ja, in diesem Metall. Ja. Genau. Hier mal der Fokus auf das Lamm. Ja. Vor oder nach der Restaurierung? Das müsste davor sein. Da sieht Correct. Die Schnauze relativ harmlos aus. Hier sieht man die Wunde, ja, genau. Ja, die auch da sehr einen schön Wasserhahn in den goldenen Kelch plätschert. Verzeihung. Übrigens ein ganz nettes Zitat, das ich irgendwo gelesen habe von Till Holger Borchert. Ich glaube bei den Kollegen von der Deutschen Welle, dass er gesagt hat, müsste sich den Schock nach der Restaurierung so vorstellen, als ob man die Mona Lisa restauriert hätte und die hätte plötzlich einen Bart. Ja. Also. Gucken wir uns das mal an, was der Schock ist. Also Sie haben es vorhin schon ziemlich deutlich beschrieben. Ich glaube, Kussmund ist gefallen. Ja, ich finde, die Assoziation drängt sich geradezu auf. Aber wir haben noch gar nicht über die Ohren gesprochen. Also das ist tatsächlich etwas, was man jetzt mit Naturalismus, glaube ich, nicht mehr erklären kann. Diese Ohren, die irgendwann später und die eben eher natürlich aussehen, später angebracht worden sind. Und diese Ohren, die man jetzt sieht, die letztlich doch eher an Meister Yoda aus Star Wars erinnern, als an ein Schaf, was auf der Weide steht. Ja, das ist korrekt. Also ich war schon näher an Schafen dran. Und für mich ist es auch tatsächlich irritierend, denn dieses hier würde ich mit jedem Schaf auf der Wiese gleichsetzen. Die Ohren haben die richtige Position, die Augen eben auch, seitlich, Fluchttiere,
die Nase völlig in Ordnung. Das ist ein Tier. Und hier hat man das, was Sie vorhin schon angesprochen haben, eigentlich ein eher vermenschliches, vermenschlichtes Gesicht. Die Augen sind sehr viel zentraler auf die Frontseite platziert. Die Ohren sind etwas irritierend. Auch der Mund ist nicht so üblich, wie man das heutzutage malen würde. Also was hat es damit auf sich? Warum hat Jan van Eyck, der doch jetzt an allen anderen Bereichen des Altares gezeigt hat, dass er naturalistisch malen kann, warum macht er das Schaf auf dem Altar so? Ja, das Schaf ist natürlich der zentrale Punkt, aber letztlich auch das Zentrum dieser ganzen Symbolik. Also das Schaf, das die Erlöserfunktion hat, für die Erlösung steht. Das ist natürlich kein Tier, das, das eben naturalistisch gemalt werden kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Interpretation jetzt so genau stimmt. Aber wenn man sich den Altar als Ganzes geöffnet vorstellt, dann drängt sich doch vieles genau zu diesem Agnus Dei hin, um es jetzt mal auch so zu nennen und nicht einfach despektierlich Schaf zu nennen, sondern Lamm Gottes. Ja, das Lamm Gottes, genau. Da ist natürlich irgendwie die Zentrale letztlich der ganzen Aussage. Also da ist die erlösende Funktion. Wir wissen ja auch nicht so genau, was ist das eigentlich für eine Landschaft, in der wir uns da bewegen. Es ist nicht das Paradies, es ist aber auch nicht mehr das Diesseits, es ist irgendetwas dazwischen. Und auch wenn natürlich diese ganzen unglaublich naturalistischen und präzise gemalten Details in diesem Bild sind, es geht eben nicht um die Darstellung der Realität. Das ist logischerweise nicht die Realität, die wir da sehen. Das ist eine Überhöhung. Und eben auch um den Sohn Gottes auf Erden. Und, und eben auch, also man sieht es ja wirklich, dass das Lamm schaut den Betrachter ja direkt an. Also es ist eine direkte Ansprache eben auch. Genau. Ja, ja, vielen Dank. Ja, wir müssen noch mal etwas pixelig, aber ganz schön in Großaufnahme eben in seiner neuen, alten Gestalt sozusagen mit diesen wunderbaren Strahlenkränzen oder diesem Strahlenkranz, den, ja, und auch diesem weichen, fluffigen, tiefen, fettigen Fell, das man hier regelrecht zu spüren glaubt, und dann eben dieses vermenschlichte Gesicht, das uns eben ja bis ins Innerste zu schauen schaut. Also ich habe den Eindruck, dass das durchdringt mich regelrecht, und ich glaube, genau so ist es auch gedacht, nicht wahr? Das würde ich auch sagen. Ich möchte jetzt auch nicht despektierlich sein. Ich habe ja auch schon die Muppet Show heute gezeigt, aber man kann auch manchmal ein bisschen was anderes vielleicht als die hohe Kunst vertragen. Und hier mischen sich Themen, auf die wir vielleicht zum Schluss noch ganz kurz zu sprechen kommen könnten. Denn eine letzte Frage auf meinem Zettel ist Stichwort Raub. Der Genfer Altar wurde ja mehr als einmal geraubt oder zumindest in Sicherheitsverwahrung gebracht. Und ich habe jetzt hier so ein paar Bilder von den sogenannten Monuments Men, hier in der Version von Hollywood mit George Clooney und Matt Damon beispielsweise und Kate Blanchett gebracht. Aber das Ganze von Hollywood hat natürlich tatsächlich einen historischen Ursprung und verdeutlicht eine Situation, die der Genter Altar, wie so viele europäische Kunst- und Kulturgüter, erlebt haben. Und vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Also ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass der ungefähr eine Tonne wiegt, der Genter Altar. Und da würde ich gerne noch kurz vorgreifen und ins Jahr 1566 gehen, als eben calvinistische Bilderstürmer auf dem Weg nach Gent waren und man in St. Barths den Altar, der eben ungefähr eine Tonne wiegt, in den Glockenturm gezogen hat. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das muss ein unglaublicher Kraftakt im wahrsten Sinne des Wortes gewesen sein, und es hat ihn wahrscheinlich gerettet. Also zwei Tage später und er wäre nicht mehr zu retten gewesen.
Aber was die Raubgeschichte angeht, da müsste man erstmal auf Napoleon zu sprechen kommen, der dieses, also es gab schon vorher natürlich Philipp II. Hätte ihn auch gerne gehabt, er hat sich eine Kopie anfertigen lassen von Michel Coxey. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Auch Elisabeth I. hätte ihn gerne gehabt. Napoleon hat ihn sich einfach genommen. Nicht den ganzen Altar, sondern vor allen Dingen Mittelteile. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Teile, aber er wollte sie für sein Musée Napoleon, also heute der Louvre. Und da waren sie dann bis 1816, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann wurden sie restituiert. Und dann aber eigentlich auch gleich fiel der ganze Altar wieder auseinander. Also da wurden Flügel verkauft. Die Kirche brauchte Geld damals und hat an einen englischen Sammler die Flügelteile verkauft. Und diese Teile sind wiederum nach Berlin verkauft worden. Und man hatte in Berlin damals auch die Idee, also der preußische König hatte die Idee, eben auch ein Museum zu bauen, wie Napoleon das gebaut hat. Man hatte eben auch sozusagen das Verständnis davon, dass man eine Kulturnation ist, dass man und das auch zeigen muss an hochwertigen Bildern, an den besten Bildern, die man bekommen konnte und die ausstellen wollte. Also das war kein Raub, die sind dann schon eben gekauft worden für das Königliche Museum in Berlin. In Berlin allerdings, das muss ich noch ganz kurz erzählen, wurden diese Flügel unglaublich brutal, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das heute überhaupt noch denkbar wäre, die wurden zersägt, ja, weil man sie ausstellen wollte wie in einem Museum. Also das war keine Ausstellungspraxis, dass man da Vorder- und Hinterseite zeigt. Man hatte zwar zwischenzeitlich zum Beispiel eine Wand durchbrochen, sodass man in dem einen Saal die Vorderseite eines Flügels sehen konnte und in einem Saal dahinter dann die Rückseite. Man wollte aber alle Teile der Flügelteile, die man hatte, in einem Raum ausstellen. Und dazu hat man Maschinen benutzt und hat diese Flügel tatsächlich auseinandergesägt. Also da stockt einem heute wirklich der Atem, finde ich. Es ist ja gut gegangen, es war aber tatsächlich relativ gefährlich. Also da hätte vieles schiefgehen können. Die Bilder wurden dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, und das wurde im Versailler Vertrag festgehalten, dann wieder an Belgien restituiert. Restituiert ist vielleicht der falsche Begriff, weil Berlin sie damals ja gekauft hat, aber sie wurden dann eben zurückgegeben. Das war im Versailler Vertrag festgehalten. Und dann war ein paar Jahre Ruhe und dann gab es eben 1934 diesen spektakulären Raub und die gerechten Richter, also eine Tafel eben wurde dabei, also zwei Tafeln wurden geraubt, eine Tafel ist nicht mehr aufgetaucht, die gerechten Richter. Ja, und dann waren die Nationalsozialisten scharf auf den Genter Altar. Das hatte man im Prinzip schon geahnt. Man hat den Altar damals nach Frankreich gebracht, ins Schloss Pau. Das ist das Geburtsschloss von Heinrich IV. Und die Nationalsozialisten haben die Tafeln aber dort aufstöbern können und haben sie, ich glaube, 1942 von dort nach Neuschwanstein erstmal gebracht. Die waren natürlich gedacht für das sogenannte Führermuseum. Da wollte Hitler seine persönliche Vorstellung eines Museums verwirklichen mit der besten Kunst, die dort zu sehen sein sollte. Da war der Krieg aber schon so weit fortgeschritten, dass man die Bilder eben dann in Sicherheit bringen musste. Und von Neuschwanstein sind sie dann in eine Salzmine und da kommen die Monuments Men jetzt gleich ins Spiel, in Österreich gebracht worden, in Altaussee. Oder wie die Österreicher sagen, Altaussee. Und das ist auch, da hätte auch noch ganz viel schief gehen können. In den letzten Tagen vor Kriegsende wurden Sprengkörper in diese Salzminen, die ja ganz tief im Berg sind. Ich habe das mal besucht, das ist auch ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Es ist, naja, ein bisschen folkloristisch, aber es ist ganz interessant, das mal gesehen zu haben. Und letztlich haben die Bergleute das verhindert, dass diese ganzen Kunstwerke bei einer Sprengung vernichtet worden sind.
Und ja, und dann haben die Monuments Men eben prominent unter George Clooney. Ich glaube, man kann sich die Monuments Men jetzt nur noch mit George Clooney als Anführer vorstellen. Diese Bilder gerettet, von dort wurden sie dann nach München gebracht, in die zentrale Sammelstelle. Und da ist der Genter Altar dann relativ schnell auch wieder nach Gent gebracht worden. Und ja, zum Glück da auch verblieben. Nur diese eine Tafel, die gerechten Richter, die fehlen bis heute. Man weiß nicht, wo sie sind. Es hat schon unglaubliche Suchaktionen gegeben, aber diese Tafel ist nicht wieder aufgetaucht. Das wird irgendjemand in seinem privaten Museum besser hüten als seinen Augapfel und der ganzen Welt eine lange Nase machen. Also wenn diese Tafel gefunden wird, dann ist das eine Riesensensation. Okay, also Welt da draußen. Genau. Meldet euch. Machen Sie sich auf die Suche. Ganz genau. Ja, sehr schön finde ich, hier hat man auch nochmal die Schwarz-Weiß-Originalaufnahmen von den Bergleuten, Helfern, Monuments Men, also hier oben eben auch mit Helm auf dem Kopf und so weiter, also von diesen Bergungsarbeiten, Sichtungen und natürlich der feierlichen Rückkehr der Tafeln eben nach Gent. Also da waren natürlich alle Menschen auf den Beinen und haben es gefeiert und waren glücklich, dass dieses Meisterwerk eben Nationalheiligtum im Endeffekt zurück in die Heimat kommt. Also ganz, ganz hervorragend und ja, kriegt man beinahe Gänsehaut, wenn man sich das vorstellt, was das für die Menschen eben nach Kriegsende bedeutet haben muss, das zurückzubekommen, nicht wahr? Ja, und sehr schön finde ich, dass es jetzt dann eben auch nach der Restaurierung wieder so sein wird, dass der Altar an seinen ganz ursprünglichen Platz kommt. Im Moment ist er ja noch in der Taufkapelle in Saint-Bavaux und das ist vielleicht jetzt nicht so der schönste Ort, ist eingefasst in so einen Glaskasten, da gibt es Spiegelungen, man kann teilweise dann auch tatsächlich nicht so gut auf den Altar schauen und insgesamt fühlt es sich in dieser Taufkapelle ohnehin ein bisschen an wie in einem Bunker und wenn der Altar wieder in die Kranzkapelle kommt, dann stimmt es auch tatsächlich wieder mit den Reflexionen, die auf dem auf den kleinen Diamanten, Edelsteinen, auf den Metallteilen zu sehen sind. Hm. Ja, hervorragend. Ja, liebe Anja Reinhardt, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich. Danke an Sie. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also im Namen der Freunde des Bayer-Frichertz-Museums und des Museum Ludwig, aber natürlich auch im Namen von Flandern, Flanders, Visit Flanders hier in Köln mit seiner Dependance, und all unseren Mitgliedern oder Interessenten da draußen, die das Ganze hoffentlich verfolgt haben und es uns nachsehen, dass wir ein bisschen intensiver über manches gesprochen haben und ganz knapp die Stunde gesprengt haben. Aber für mich persönlich war es hochinteressant, hat ganz viel Freude gemacht und es ist ein hervorragendes Werk und Ihnen könnte ich noch Stunden zuhören, aber vielleicht finden wir bald ein neues Thema und treffen uns entweder hier quasi digital auf dem Sofa oder eben auch mal im Stiftersaal des Wallraff oder im Kinosaal des Museum Ludwig. Und schön. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Also es gibt noch 1000 Geschichten, die man erzählen könnte. Da müssen wir uns vertagen. Ich bin mir sicher, Sie haben ganz viel noch auf Lager und da werden wir was finden. Und ja, für euch alle da draußen, hier die letzte Folie zeigt es, The Stay-at-Home Museum, your private guided Flemish Masters Tour. Also das ist natürlich das, was wir vorhin angesprochen haben. Nicht nur Till Holger Borchardt, sondern auch der Direktor des Rubenshauses in Antwerpen und ganz, ganz viele tolle Kollegen, Kuratoren, Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und. In Flandern haben trotz Corona unglaublich viel möglich gemacht, ganz viel auf der digitalen Ebene für euch erfahrbar, entdeckbar gemacht. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich da einfach schon mal ja, digital zu tummeln. Und wenn ihr sagt, gut, wir harren aber noch immer darauf aus, bald nach Flandern zu fahren, dann kann ich nur sagen, entweder kommt ihr
wenn das Museum wieder öffnet, zu unseren Führungen, die sich zu vielen flämischen Themen, vielen flämischen Themen widmen, ob das jetzt Snyders ist, der Kollege von Rubens in Antwerpen, ob das Führungen zu Rubens sind, oder aber ihr vielleicht im nächsten April mit den Freunden eine Kurzreise nach Gent und Brügge macht und dort wirklich Jan van Eycks Meisterwerk persönlich bestaunt. Also alles ist möglich und wir freuen uns und bedanken uns natürlich an dieser Stelle fürs Einschalten, fürs Zuhören, Zuschauen, Geduld haben und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank an die Kollegin Katja Zacharova und Annika Flamm, dass ich hier teilhaben durfte. Danke. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite.